Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Digame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier weiterhin im Digi-Szenario und wollen hier eigentlich eine Lampe an den Eingang haben. Das ist ja eigentlich total blödsinnig. Wir müssten es ja eigentlich an den Ausgang machen. Das heißt, wir müssen einen Kombinator machen, der einen Durchschnitt aus diesen vier Werten hier ausrechnet. Und dann sagt, okay, im Eingang ist so und so viel drin, also ist, der Eingang quasi, der Ausgang läuft langsam voll. So, genau. So rum wollte ich das dann eigentlich haben. Und dann muss man mal gucken, ob wir die Lampen, ich weiß nicht, ob man denen irgendwie eine Grundfarbe mitteilen kann. Dass die eine Grundfarbe von der einen Seite kriegen, das müsste doch gehen, oder nicht? Müsste doch ein einfaches Ausgangssignal einfach senden können. Arithmetischer Kombinator. Ja, du sollst, brauche ich gleich. Du sollst durch hier festlegen. Eingang. So. Und Ausgang ist gleich. Nenne ich mal die Anzahl. Warte mal, wie haben wir das denn gemacht beim... Brauche ich da noch was? Bin nicht alles erforscht? Wo ist denn der Kombinator? Kombinator drin, ne? Da. Ne, da haben wir doch alle, oder? Da geht's nicht weiter. Ne, da haben wir alle. Also der soll das durch 4 rechnen. Ah, jetzt muss ich nachher in einem anderen Let's Play gucken, wie ich das aufgebaut habe. Und soll hier eigentlich die Zahl rausgeben? Das Ergebnis. Ging das nicht? Eingang, Ausgang? Hm. Wir gucken mal. Wenn ich jetzt hier die Kisten anschließe. Ich brauche mal Strippen. Ich habe gar keine Strippen mehr. Sehr gut. Ich brauche mal Strippen. Machen wir gleich davon noch ein paar. Wir brauchen beide Sorten von Strippen. So. Kommen wir nicht hin. So. Cool. So, cool. Du sollst dann hier Inhalt auslesen. Genau. So. Und du sollst dann hier das durch 4 rechnen und den, das Eisenerz rausgeben. So, wenn ich jetzt hier... Eisenerz ist natürlich auch Quatsch. Eisenplatten natürlich. Und sollst rausgeben Eisenplatten. So. Wenn ich jetzt hier ein paar Eisenplatten reinlege. Nehmen wir mal hier 2 Stück rein. Und wir jetzt hier drüber halten, sind da keine mehr drin. Liefert er mir natürlich direkt. Das ist natürlich wieder klar. Okay, wir müssen ja erstmal ein paar andere Kisten hinbauen, damit hier die Roboter uns nichts wegboxen mehr. So. Die müssen wir dann ersetzen. Wenn wir hier Eisenplatten reinlegen. 1, 2, 3. Und hier lege ich 1, 2, 3 rein. Und hier mache ich eine rein. Und hier mache ich eine rein. So. Dann sehe ich hier, Ausgangssignal ist 2. Sehr gut. Genauso sollte das sein. So, dieses Ausgangssignal, das brauchen wir dann hier mit einem vergleichenden Operator. Ne, einen Vergleicher brauchen wir ja dann. Erstmal, achso, jetzt brauchen wir noch einen. Hm, hatte ich da nicht noch einen von? Da ist er, da habe ich noch 2 von. So, so, dann müssen wir erstmal einen Operator machen, der ihm hier mit rotem Kabel quasi angebunden ist. Q ist die Taste der Wahl, meine Herren. So, du sollst hier einfach mal vergleichen, ob das gleich dem ist. So, dann Ausgangssignal von mir aus, muss es hier rot. So, und du sollst Farbe benutzen. Bedingung rot. Was? Nee. Rot ist gleich 0. Rot ist gleich 1. Ja. Warte mal. Ich will den ja generell... Wieso benutze die Farbe nicht? Ausgangssignal 1. Ah, jetzt ist rot. Gut. So, Farbe benutzen. Wenn jetzt hier nichts drin ist, macht er auch nichts. Macht er auch nichts. So. Jetzt sollte er ja theoretisch eigentlich immer rot sein.
wenn er dann was Rotes hat. Also wenn der immer zuschlägt. So, den müssen wir dann ausschalten und den anderen anschalten. Ah, jetzt. Jetzt kommt mir eine Idee. So. So. Jetzt kommt mir eine Idee. Jetzt kommt eine Idee. Warte mal, eben nur hier ein gelben Kabel. So, warte mal. Ein grünes Kabel. Da ran. Q. Da dran. Q. Und den grünen Kabel. Warte mal. Nee, aber dann schalte ich das ja. Dann schalte ich den ja nur weg. Dann kriegt der hier trotzdem das Eingangssignal rot. Und ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, ich will das jetzt ausprobieren. Ich will das jetzt irgendwie hinkriegen. So, das heißt dann hier, warte mal. Eigentlich hätte man hier die rote Leitung da. Oh, jetzt habe ich die wieder abgerissen. Ich bin ein. Schwierig. So, die rote Leitung da ran machen. Und die grüne Leitung. Daran. So. Und mir ist die grüne Leitung hier hin. So. Dann hast du Parameter Eingangssignal. Wo sind denn die Eisenplatten? Da. Eisenplatten größer 7. Dann Ausgangssignal. Grün. So. Wenn hier jeweils, wenn hier ein grünes Signal ankommt, ne, wenn hier ein rotes Signal ankommt, so, und hier grün, okay, so, und hier Farbe benutzen, so, ich weiß aber noch nicht, mit Netz verbunden 24, zweimal Betrieb hat. So, wenn ich jetzt sehe, hier ist ja jetzt größer 0, wieso größer 0? Und größer 8. So. So, jetzt kriegt er hier Eingangssignal, ist nicht mehr rot. Ich sehe jetzt, das ist immer noch größer 0. So, dann leuchtet es rot. So, wenn ich jetzt hier welche reinpappe, geht die Lampe aus. Aber jetzt, das wäre der Moment, wo sie dann grün leuchten soll, ne? Also der geht ja schon mal weg. Okay. Der geht schon mal weg. Das ist schon mal okay soweit. Jetzt los. Heidi Witzke. Mein armes Handy hat ihm gerade gesponnen, weil mir ihm gerade ein ganzes Fotoalbum geschickt hat. Oh Gott, oh Gott. Also ich kriege nur das Rot an. Das heißt, ich kann nur grün, oder muss ich das Rot woanders hinmachen? Ich weiß es nicht. Ja. Grün oder weiß? Also wenn jetzt hier grün oder weiß. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier alle grün mache? Dann leuchten alle grün, wenn genügend im Ausgangslager ist, und weiß, wenn nicht genügend im Ausgangslager ist. Puh, schwierig, oder? Zumindest ist das besser als die Eingangskiste zu überwachen, aber bei der Eingangskiste gibt es hier bei bestimmten Sachen mehrere Leute, die da was machen. Hm.
Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so will. Auf jeden Fall wissen wir jetzt hier, dass hier nicht... Also hier ist, wäre jetzt theoretisch genügend Eisen da, wenn wir den Vergleichsoperator 8 haben wollen. Aber wir wollen natürlich den Vergleichsoperator 100 haben. Ja, dann müssen wir nicht mit Escape rausgehen, sondern mit Bestätigen. Festlegen, so. Und wenn jetzt 100 Eisenerz hier unten drin wären, dann wäre ganz cool, ne? Überall. Dann machen wir jetzt mal hier... Wo sind meine Knickarmen? Ich habe hier ein paar Knickarmen abgerissen. So, dann lassen wir hier mal ein bisschen Eisenerz produzieren erstmal. So. Dann steigt jetzt hier der Wert an. Nach und nach, ne? 57 und irgendwann müsste das umschlagen. Alles klar, gut. Puh, schwierig. So, also wir machen erstmal noch trotzdem eine Forschung an. Und zwar forschen wir uns jetzt... Wo forschen wir uns denn hin? Wir forschen mal ein bisschen mehr Kugelschaden noch hier. Komm, kann man immer gebrauchen, sowas. Momentan haben wir da ja genügend in der Kiste. Okay, das Grüne ist auch nicht unbedingt voll. Warum ist das Grüne nicht voll? Was fehlt dir? Förderbänder fehlen dir. Wieso fehlen dir Förderbänder? Ah, wahrscheinlich, weil nicht genügend Eisen da ist. Naja, gut. So, also hier ist ja jetzt Eisen erstmal in den Kisten. So, jetzt müsste hier irgendwann mal der Umschwung kommen. Warte mal, ich packe hier nochmal bei einem 100 rein. So, dann sind wir jetzt schon... Jetzt sind wir bei 100, zack! Und dann, ja, dann wird alles grün. Naja, gut, es geht ja, ne? Könnte man so machen. Kisten zusammenholen, dann die Lampen alle zusammen, dann macht man es grün, wenn es gut ist. Und dann weiß, wenn es halt noch nicht gut ist. Dann sieht man zumindest, okay, die Fabrik hat Volllast, ne? Gut. Alles klar. Das sind keine Lagerkisten, sondern das sind Postausgangskisten. So, dann machen wir das jetzt mal zu Postausgangskisten hier und dann werden wir gleich sehen, dass das Grüne wieder ausgeht, weil die ganzen Roboter jetzt nämlich hier das Eisen wegholen. So schnell können wir gar nicht gucken. 103, 100, zack, und dann sind wir da. So, jetzt kommen wir hier. Und schon ist mein Durchschnitt auf 10, 15 gesunken. Alles klar. Okay, gut, also wir haben auf jeden Fall jetzt den hier erstmal als Indikator dafür, aber ne, so doll ist nicht. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo wir diese Anreicherungsgeschichte machen können. Also was wir dazu brauchen. Was ist hier eigentlich los? Ist das voll? Ist das voll? Warte mal, wenn das voll ist, dann machen wir denn das erstmal voll hier. Da sind wir hier flexibel, ne, wie ein Brecheisen. Da geht da ja richtig was rein. So. Guck dir das mal an, wie schön das geht. Kriegen wir doch gleich wieder noch ein bisschen Mining Speed nachher dazu. So. Gut, legen wir das wieder rein. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier oben. Wie, wo mache ich denn jetzt eigentlich? Habe ich ein neues Gebäude dafür oder habe ich kein neues Gebäude dafür? Zum Anreichern oder mache ich das hier drinne? Das weiß ich nicht. Weil ich das nicht weiß, muss ich mir so ein Ding mal bauen. Ich brauche 100 Eisenzahnräder. Ich glaube, da haben wir jetzt auch gerade gar nicht mal so viele von da, ne? Dann brauchen wir ein paar Eisenplatten. Haben wir noch irgendwo Eisenplatten? Eisenplatten, Eisenplatten, Eisenplatten. Viele haben wir nicht, ne? 3, 6, 3, 3. Mach mir mal... Okay, Moment. Wir lassen uns mal 200 anliefern, so. Oh. So, also ich muss dann nochmal, ich werde dann nochmal so ein Dings bauen, so ein Dingsbums hier so ein. Und dann mal gucken, ob ich das denn da drinnen bauen muss oder kann oder machen sollte. Die Anreicherung, weil ich weiß nicht, ob das Rezept da drin ist. Denn wir haben jetzt schon 43, Mensch, das ist ja richtig hier. Da geht ja richtig was. So, und dann müssen wir hier natürlich noch weiter bauen, also mit den Turbinen und dies, damit wir das ein bisschen besser nutzen. Die Speicherkapazität haben wir ja jetzt hier, okay, die sind voll. Und wir wollten dann auch Dampfspeicher aufbauen, damit wir ein bisschen mehr Dampf im Lager haben. So. Ja, dann machen wir dann mal irgendwann 40 Batterien fertig und dann kann das losgehen. Ja, stecken wir die in 10 erstmal rein und dann gucken wir mal, ne? Was dabei bei rumkommt. Da sollte ja so einiges bei rumkommen. Gut, dann haben wir hier Stahl-Eisenproduktion. Okay. Kupferproduktion. Mehr Kupferproduktion, die haben wir ausreichend, ne? Das ist wirklich... Da können wir vielleicht noch ein bisschen was machen. So, jetzt können wir ja eigentlich mal gucken hier, wenn ich jetzt zum Beispiel... Wenn ich... Ich habe ja eigentlich genügend Kupfer. Dann müsst ihr eigentlich hier das Ding auch genügend produzieren oder schnell genug produzieren,
dass die Kisten hier mal voll sind. Die sind sogar mal voll. Oh, die habe ich sogar ganz voll geproppt hier, die eine Kiste, okay. Weiß man gar nicht warum. Also hier wird genügend hergestellt anscheinend. Da ist auch eher das Problem, dass wir es nicht rauslegen können. Alles klar, okay. So, dann werden wir jetzt hier mal einfach auch sowas bauen. Das heißt, wir werden jetzt mal gucken, ob wir das hier irgendwo runterkriegen mit den Lampen. Und dass wir dann noch durchlaufen. Kann ich denn da durchlaufen? Das ist schwierig, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Also wir haben da jetzt auch nicht so richtig den Platz dafür. Wo könnte man denn sich da Platz für schaffen? Hm, eigentlich da, wo die Lampen stehen, ne? Nein, natürlich nicht. Gut, dann machen wir das hier. Dann brauchen wir einen Durchschnittsberechner. Brauchen wir hier mal so einen Kombinator. So. Dann nehmen wir hier... Wo ist er hin, der Kombinator? Da. Den nehmen wir mal hier hin. Dann bauen wir das alles hier oben in die Ecke rein. So. Der soll geteilt durch 4 rechnen. Das ist ja Quatsch. Geteilt durch 4. Und zwar soll er rechnen die Schleifen hier. Wo sind denn die? Nanu. Da. So, man sieht sie bald vor lauter Bäumen nicht. Dann brauchen wir jetzt hier mal noch grüne Kabel. Machen wir uns mal noch ein paar. So, dann müssen wir erstmal die Kisten hier verkabeln. Oh, Alter, ich sehe hier nicht, wo ich bin. So, Kiste mit Kiste. Und Kuh. Kiste mit Berechner. So. Kuh. Dann Berechner mit dem Berechner. Kuh. Und dann den mit dem. Mit dem. Mit dem. Und mit dem. So. Gut. Alles klar. So, dann müssen wir hier natürlich noch sagen, benutze Farbe, Eingangssignal ist hier hinten, egal, Hauptsache grün. So, du kriegst den Parameter, dass hiervon, wo ist er denn wieder, davon mindestens, das muss größer als 1000 sein, festlegen. Ausgangssignal ist grün. So. Und du rechnest das durch 4 und gibst natürlich das dann auch raus. So. Und jetzt sollte der eigentlich hier Farbe benutzen. Warum macht er das nicht? Habe ich den jetzt wieder falsch gebaut? Ah, muss eine 1 dran schreiben. So. Gut, okay. Also, hier kommt jetzt grünes Licht. So. Das müssen wir dann da noch hin übertragen. Sehr schön. Gut, kann ich jetzt hier schon so ein Dings bauen hier? Ich kann eine Zentrifuge bauen. Ich meine, ich brauche eine Zentrifuge für das A3-Cut. So, der rechnet immer fleißig. Der hat 5700 im Schnitt. So, wenn wir jetzt hier den Schnitt hochziehen auf 9000 festlegen, geht alles aus auf weiß. Alles klar. Gut, dann legen wir hier jetzt den Durchschnitt wieder fest auf, dass wir immer sehen, dass hier 1000 drin sind. Wenn hier im Durchschnitt in den Kisten 1000 drin liegen, dann sind wir zufrieden. Wir werden hier mal ganz kurz so machen. 1000 ist halbe Kiste voll, also halb von dem, was wir jetzt da eingespannt haben. So, da sollte was gehen. Jetzt sollte sich das hier auch langsam füllen, die 400 und so. Gut. Okay, also da haben sie dann erstmal was zu tun. Die können produzieren und wir sehen, was dann hier los ist. So. Dann können wir jetzt hier bei den Zahnrädern mal gucken. Also wir müssen unbedingt, also es ist eindeutig, Eisen ist quasi die Mangelware. Also wir müssen Eisen, Eisen, Eisen. Aber was machen wir mit dem ganzen Kupfer, was dabei den Weih entsteht? Das ist das Problem, ne? Diese Mischfelder gefallen mir überhaupt nicht. Na, was willst du machen? So, wie sieht es hier oben aus? Sieht eigentlich ganz gut aus. So, die Zentrifuge ist fertig. Dann werden wir jetzt die Zentrifuge nochmal aufbauen. Das wollte ich ja nicht in der Folge schon fertig haben. Naja, gut, egal. Wir werden die mal da hinten hinstellen und mal gucken, was dann passiert. Ich werde die jetzt erstmal hier aufstellen. Und mal gucken, ob ich da was dran machen kann. Beziehungsweise, ach komm, das machen wir in der nächsten Folge.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen schlauer oder beziehungsweise haben jetzt schon mal eine Idee, wie wir das machen. Und sehen denn hier, das leuchtet schon mal grün. Und wenn wir das hier grün leuchtend hinkriegen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich sehr, 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 sehr viel Eisenerz. Das werden wir aber so dann mal übernehmen und verkabeln da oben hin. Also da werden wir nochmal gucken, dass das überall hinkommt und dann alles extra bauen und dann halt eben auch wirklich so hinbauen, dass es einigermaßen da steht, wo es hingehört, dass wir da laufen können. Also hier, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Vielleicht müssen wir da noch mit roten Leitungen arbeiten, damit wir dann unterschiedliche Netze haben oder so. Alles klar, bis denn. Tschüss.